In diesem Video zeige ich euch den Umgang mit den E-Books vom Springer Verlag. Um die E-Books des Springer Verlages einsehen zu können, geht ihr als erstes auf die Homepage der Bibliothek und dann auf Recherche. Auf der nächsten Seite klickt ihr auf E-Books. Und dann auf Datenbank Infosystem E-Books. Hier werden alle E-Books-Anbieter aufgeführt, die die Bibliothek der Hochschule zur Verfügung stellt. Jetzt scrollt ihr zu Springer E-Books Erziehungswissenschaften und soziale Arbeit. Es öffnet sich eine Detailansicht und hier habt ihr den Hinweis, dass es sich bei dem Springer E-Book-Paket um 90 E-Books aus dem Bereich Soziale Arbeit und Erziehungswissenschaften aus dem Jahr 2021 handelt. Als weiteres erfahrt ihr, dass die E-Books im Campusnetz verfügbar sind. Das bedeutet, dass ihr euch, bevor ihr die Bücher lesen könnt, im virtuellen Arbeitsplatz anmelden müsst. Jetzt geht ihr bei Recherche starten auf den Link und es öffnet sich die Seite des Springer Verlages. Auf der ersten Seite werden nur die Bücher angezeigt, die die Hochschulbibliothek lizenziert hat. Ich wähle jetzt den ersten Link. Es öffnet sich ein Fenster mit weiteren Informationen zu dem Buch. Das Buch kann einmal als PDF heruntergeladen werden oder als EPUB-Datei. Bevor ihr das macht, könnt ihr euch noch eine Zusammenfassung über den Inhalt des Buches ansehen. Hier wird auch angegeben, wer die Autorinnen sind. Und ihr könnt euch schon das Inhaltsverzeichnis anschauen. Wenn ihr feststellt, dass ihr nur einzelne Kapitel braucht, dann könnt ihr einfach die Kapitel herunterladen. Um jetzt das gesamte Buch als PDF-Datei herunterzuladen, klickt ihr auf Download Book PDF und es öffnet sich das Buch. Auf der linken Seite wird wieder das Inhaltsverzeichnis angezeigt. Hier seht ihr das Cover. Könnt dann hier von Seite zu Seite springen. Hier könnt ihr es kleiner oder auch größer stellen. Und hier habt ihr die Möglichkeit der Vollanzeige. Ihr habt die Möglichkeit, es auszudrucken und ihr habt die Möglichkeit, das Dokument zu speichern. Es öffnet sich ein Fenster und am besten ist immer, ihr speichert es oder öffnet es mit dem Adobe Acrobat DC. Und von hier aus geht ihr dann auf Datei und Speichern unter und wählt aus, wo ihr das Buch abspeichern wollt. Die E-Books des Springer Verlags sind jederzeit für unbegrenzt viele Nutzer zugänglich. Und die Dateien können auf
unbestimmte Zeit gespeichert werden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Telefon 030 50 10 10 17 oder per E-Mail bibliothek@ksb-berlin.de.